Hey, ihr lila, blassgelb, bunt gestreiften Sommerblümchen, willkommen zurück zu Far Cry A New Dawn. Ja. Oh, guck mal, das sind Büffel. Was haben wir hier? Oh, amerikanischer Schwarzbär Rang 3. Ich habe ja schon gehört, dass ich mich mit Wildtieren eines solchen Rangs nicht anlegen soll. Das könnte ein bisschen in die Hose gehen. Wir gehen jetzt erstmal und suchen Grace auf. Ja, Pisser. Oh, wie sie einfach wegballert. Guck mal an hier. Kamina ist schon ziemlich gut. Hey. Ist schon wieder so ein Kack-Sniper irgendwo, ne? Boah, erstmal schön in die Achse. Oh, oh, oh. Die Finisher sind so brutal, Leute. Lustiger, wenn sie sagt, ich rücke vor, leck mich. Leck mich doch. Ich rücke vor. Wo ist denn der Schmand hier hin? Wo denn? Da oben. Ja, die Pisser. Oh, das ist crazy. Die Stimme kenne ich noch. Kennt ihr Grace Armstrong, die Stimme? Das ist die von... Ja, die spricht halt sehr viel. Oh, guck mal, der Hund, der ist böse. Nein, ich will den Hund nicht abschießen. Das ist eigentlich die von Crazy Eyes aus Orange is the New Black. Ich mag die Stimme total gerne. Was war denn hier? Neue Bewohner. Habt ihr alte Blindschleiche getroffen? Die hat sich hier voll die üble Waffe zusammengezimmert. Keine Ahnung, wie sie das überhaupt hingekriegt hat. Naja, wir haben das Ding gleich rüber geschafft zum Bahngelände. Mickey und Lou werden das Ding lieben. Wir werden aber erstmal hierbleiben und alles durchforsten. Wer weiß, was sie hier sonst noch so versteckt hat. Na gut. Die alte Blindschleiche. Grace ist blind. Die war doch vorher nicht blind, oder? Hey. Hey, Grace. Dieses der Hund ist nicht böse. Kamina, ich hätte wissen müssen, dass du es bist. Danke. Wie sie halt echt blind ist. Diese Fremde, hm? Es heißt, die Highwaymen sind nicht sehr glücklich über dich. Gut. Höchste Zeit, dass die jungen Leute mal was unternehmen. Ich bin Grace. Und wenn ich nicht blind wäre wie die Nacht, würde ich an deiner Seite kämpfen. Ich habe nicht mehr so viel Dampf wie früher, aber ich packe immer noch gerne mit an. Als mir klar wurde, dass ich nicht mehr so zielen und schießen kann wie früher, habe ich eine Waffe gebaut, bei der das egal ist. So gesehen hast du mich sogar dazu inspiriert. Wenn ich nicht so bescheiden wäre, würde ich sagen, das ist die beste Waffe in ganz Hope County. Das Problem ist nur, die Highwaymen haben sie mir geklaut und zum alten Bahngelände gebracht. Da horten sie den ganzen Kram, den sie den Leuten hier gestohlen haben. Es wird nicht leicht, aber glaub mir, die Belohnung ist das Risiko wert. Hol dir die Waffe, klau die Vorräte zurück und mähe alle Hohlbirnen nieder, die sich dir in den Weg stellen. Ja, das ist schön einfach, das krieg ich doch hin. Ich dachte schon, es wäre aus. Du dachtest, es wäre aus? Warum denn? Okay, wir erstmal die Spielverderber. Wie kommst du darauf, Kamina? Alles cool. So, das Bahngelände, ja. Es ist doch. Oh, und da ist noch eine Basis. Wir bewegen uns ganz schön weit weg von unserer Heimatbasis. Selene ist auch noch da. Was haben wir noch? Die Schatzsuche, die Zielübung. Gehen wir da mal vorbei. Was haben wir noch für Sachen hier? Oh, da ist ein Truck. Und ein Ladenbesitzer. Und hier gibt es noch Rädchen zu finden. Ein paar kleine Rädchen. Hep. Ein Tap. Na? Das ist meine Rädchen. Sägeblattwerfer, den habe ich doch schon. Ich habe es nochmal mit dem Sägeblattwerfer versucht. Aber was kann hier und da noch ausgebessert werden? Aber eigentlich bin ich schon recht zufrieden. Die Ladezeit ist kurz und die Sägen fliegen schnell. Oder schießen schnell raus. Aber vor allem ist es schwer, daneben zu treffen. Alles, was alles ganz gut ist mit meinen alten Augen. Hä? Die ist doch blind. Ich meine... Ist eigentlich total unlogisch, dass so eine Waffe so gut sein soll. Ich meine, damit musst du noch besser zielen. Außerdem hat die wahrscheinlich nicht so die Flugbahn wie normale Kugeln, sondern... Ja, die prallt halt nochmal ein bisschen ab. Das wissen wir ja. Ist aber schon ein geiles Ding. Sägeblattwerfer. Ah, den hatten wir ja schon. Wie schreibt sie das? Und warum schreibt sie es? Ich meine, sie kann es eh nicht lesen. Sie ist blind. Da müsste sie es in Blindenschrift aufschreiben. Und selbst das ist schwierig, ohne die Stanzwerkzeuge dafür.
Hey, was ist hier schon wieder los? Ich höre wieder rumgeballer. Ist verboten, das dürft ihr nicht. Ich gehe da drüben hin. Ekelhafter. LMG-Amateur. Guck, ich bin nachladen schon. Oh, ich habe ganz viele Vorteilspunkte, sehe ich gerade. Geil, 10 Stück. Was? Warum habe ich 10 Punkte? Das habe ich gar nicht mitbekommen. So, ich könnte mir theoretisch alles leisten. Aber ich glaube, das macht alles nicht so viel Sinn. Vielleicht sollte ich mal mehr Erste-Hilfe-Sets nehmen. Oder warte mal. Takedown. Takedowns. Takedowns sind schon geil. Oh, guck mal, das sind die Level 4, die Elite-Gegner. Ja, komm. Zack in die Zack hier. Peng. Ja, ach scheiße, geh doch ins Auto jetzt, Carina. Carmina. Weißt du? Jetzt können wir losfahren. Ich habe die Pedale gerade noch schnell kalt gemacht. Carmina! Okay, ich bin dabei. Sehr schön, das freut mich. Mein Liebsche. Jetzt guckst du so, ich guck auf den Schatz. Hey. So blöd. Ohne Windschutzscheibe schießt sich's besser, ne? Ist so. Also bin ich da vorne. Oh, ich hab sie. Wow. Ich hab doch Friendly Fire ausgemacht. Scheiße. Ich war das doch nicht. Ich habe Friendly Fire aus, Leute. Nicht, dass er jetzt schreibt so, haha, lol. Ich war das nicht. Du hast mich gesehen, Arschloch. Ich bin getroffen. Ich weiß. Welches Feuer? Hat ihr gestört? Kranke Sau. Wow, was? Oh, guck mal, Erste Hilfe ist besser als die Tabletten. Es geht viel schneller. Ich sehe da niemanden. Was macht sie denn? Oh, komm, jetzt leck mich doch mal alle. Hier passieren wieder solche seltsamen Sachen. Carmina, wegen dir habe ich jetzt den Käfig zwar verpasst. Warte mal, ich werde mal einen anderen Begleiter auswählen. Ist gerade ein bisschen anstrengend mit ihr. Gib mir Bescheid, wenn es was zu tun gibt. Naja. Du bist so ein bisschen die Chaosfrau hier. Was hast du gesagt? Ah, ich mag sie ja eigentlich, ne? Aber irgendwie geht's mir gerade echt ein bisschen auf den Keks. Oh mein Gott, ist das ein Bär gewesen? Ich gehe jetzt einfach zu Fuß weiter. Ich gehe einfach zu Fuß jetzt zum Schatz. Hündchen, bist du das? Ja, Timber ist da. Geil. Guter Hund. Oh, ich habe einen Predator. Der das Knacken gehört. Alles klärchen. Noch ein bisschen Munition. Oh Gott, das ist der Bär. Das ist kein Bär. Hündchen, wo ist er? Wie schnell der gute Hund aber auch bei mir ist, ne? Was ein treues Tier. Boah, was ist das? Wo ist hier? Das ist ein Vögelchen. Das soll die Vogel anknurren. Alles klar. Da muss der Schatz irgendwo sein. Der Dienstschrottplatz, was? Oh, die Backen.
Was haben wir denn hier? Notiz der Highwayman. Die ganzen Zahnräder und das restliche Zeug, das hier überall rumliegt, lassen vermuten, dass hier jemand irgendeine Maschine bauen wollte. Was es auch ist, wird sicherlich riesig sein. Sieh dir die Gegend an und sag Bescheid, wenn du sie findest. Vielleicht ist es etwas, das wir gebrauchen können. Oder etwas, das ich gebrauchen kann. Finde die Maschine. Guter Hund. Braver Timber. Ja, feiner. Oh, guck mal, gibt es Pfötchen. Oh, du bist so ein lieber Hund. Ja, Timber. Du machst das super. Ah, schön in den Hals. Da muss das Messer rein. Da muss das Messer rein. Ist eine Schlange. Hey. War doch die beiden hier, ne? Die beiden von den Highwaymen, meine ich. Aha. Aha. Ich glaube, ich weiß, wo die Maschine ist, aber ich sammle erstmal noch ein bisschen Kram hier. Was haben wir für den Abgang gemacht? Hast du gerade Power-Yoga oder sowas? Dudung. Die klingelt immer, oder? Wie so ein Flipper hört sich das auch an. Dudung. Ist schon irgendwie witzig. So, hier ist aber. Da habe ich auch noch was blinken sehen. Die ganzen Komponenten, Leute, diese Sammelkram-Sachen. Da kannst du mich ewig mit bei der Stange halten. Das ist leider ganz schlimm bei mir. Ich bin da richtig autistisch. Na komm, gehen wir mal in den Bunker. Komm, Hundchen. Oh. Von innen abgeschlossen. Verdammt, da ist so viel Zeug drin. Hm. Hier hast du eine Idee, wo was sein könnte. Oh, hier, guck mal. Maschine. Oh. Ich glaube, ich habe schon den Zugang zum Bunker, ha? Huh? Eieieiei, wie tief das geht. Au. Gar nicht so schlimm hier, stelle ich nicht so an. Bisschen auf die Fresse fallen, das ist schon nicht so. Oh oh. Gib auf, du bist eh schon tot! Und hier, Timber. Sehr gut, Timber. Good boy. Good boy. Ja, guter Timber. Ah, oh, Leute, ich würde so feiern, hier mit meinem Hund auf Highwayman-Jagd zu gehen. Das ist wunderschön. Einfach wunderschön. Ich werde die Maschine ist hier unten irgendwo. Oha. Oha. Was ist das denn? Ui! Was passiert denn da? Dieses Tagebuch. 17 Jahre. Dieser elende Kollaps. 17 Jahre allein im Gedanken an Rache versunken. Diese Maschine war am Anfang ein Bunkertor. Dann habe ich eine Zielscheibengalerie daraus gemacht. Dann war es beides. Ich stellte mir vor, dass die Ziele alle Leute waren, die sich früher über meine Comicsammlung lustig gemacht haben. Wow. Zieh am Hebel, schieß auf alle Ziele an jeder Seite und zwar presto, therapeutischer Erfolg, gefolgt von Zugang zum Bunker. What? Wo sind die Ziele? Timber! Die werden es ja nicht sein. Ja, welche Ziele? Ach hier! Ach da! Was?
das war's. Wie komisch. Witzig ist das denn? Total unnötig, aber irgendwie macht's auch. Oh, es soll ja auch wohl einfach nur Spaß machen, ne? Wie bekloppt ist das denn? Titan, sehr gut. Nadines Tagebuch. Vor dem Kollaps hat Eden's Gate unser Leben zerstört und alles in Scheiße verwandelt. Jetzt kommen die Highwaymen und machen genau das Gleiche. Noch einmal verkrafte ich das nicht. Ich muss alles hinter mir lassen. 17 Jahre Zielübungen habe ich hinter mir. Ich werde jetzt packen und losziehen und das Land nach allen Comicbüchern absuchen, die noch übrig sind. Dann habe ich die weltbeste und einzige Sammlung. Das kann ich doch sehen lassen. Dynamit ist voll. Okay. Das war's schon. Hörnchen, wo bist du denn? Ach, da ist er ja. Timber. Der feine Timber. So, und jetzt, Vorteil, ich habe wieder 3 Stück. Schwere Munition. Mehr schwere Munition, mehr Wurfmesser und Köder, mehr Nahkampfwaffen. Erste-Hilfe-Sets. Was nehme ich denn? Warum sind Sägeblätter eigentlich schwere Munition? Frage ich mich. Das ist doch irgendwie... Oh. Das ist nur ein normaler. Ich dachte, das wäre ein besonderer Elch. Ja, ich habe leider schon gehört, die ganzen Sachen, die man hier bekommt, die von den Tieren, zum Beispiel die Felle, sind nicht mehr fürs Crafting, sondern lediglich nur noch fürs Geld verdienen, beziehungsweise für Teile verdienen. Dafür sind die nur noch da. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe gehofft, das ist ja auch noch so, dass man die braucht, um wertvolle Dinge herzustellen. Aber, ja, da es wohl nur so ein Spin-Off-Charakter hat, das Spiel, wird es wohl dann einfach nur aus Spaß an der Freude sein. Hey. Ja, Asis, ist da wieder... War da nicht ein Lager? Nee. Nanas Hochsitz. Die Nana! Ach, hi Nana. Ach, als würde man kopflose Hühner in einem Fass erschießen. Ich mag die Stimme total gerne. Hi Nana. Ich weiß, was du denkst. Sie hat den Körper einer 30-Jährigen, aber nein, das Gesicht eines Hodens, der zu lange in der Sonne lag. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich bin die beste Schützin, die es auf diesem beschissenen Planeten noch gibt. Du kannst mich Nana nennen. Wenn du jemanden suchst, der dir hilft, diesen nichtsnutzigen Highwayman eine Lektion zu erteilen, dann bin ich dabei. Aber ich helfe dir nicht einfach so. Ich habe hier draußen einen Schießstand aufgebaut, um fit zu bleiben. Zeig mir, was du drauf hast. Beeindrucke mich und ich komme mit, wenn du diesen maskierten 3 Käse hoch die Leviten liest. Hey. Wo denn? Ah, dahin. Nee, nee, ich mach das mal eben. Wollt ihr das mit der Sniper machen, oder was? Ordnung, Herrchen. Schieß auf meinen Helm und ich starte den Countdown. So. Ich hoffe, ich ein bisschen schneller nachladen würde, ne? War das nicht alle? Ah, auf die Restzeit, passt doch. Jetzt wird's schwieriger. Schieß auf einen Helm, um die zweite Runde zu starten. Wird's schwieriger? Na gut.
Oh, die... Ah, jetzt verstehe ich, was du mit schwieriger meinst, Männer. Die Hälfte wäre geschafft. Ach, ich da locker hin, du. Nee. Ah, das ist der Vorletzte. Habe ich den immer noch nicht erwischt? Wo ist er denn? Ach da! Mist. Ich hatte auch mal einen Hund, er ist tot. Ah, Mist. Das ist ein Hund, der ist tot. Ja, Gottes. Traurige Geschichte, Nana. Und das Häschen! Gar nicht schlecht. Gar nicht übel. Dankeschön, Nana. Gut geschossen, Herzchen. Schön, dass zur Abwechslung mal jemand zu irgendwas taugt. Er bind mich doch an einen Baum und überlass mich den Bären. Du kannst echt gut schießen. Aber ich habe etwas für dich, das bisher nur ich geschafft habe. Kletter mal dieses Silo hoch. Aber putz dir die Füße ab. Da hast du einen besseren Überblick von da oben. Ich lass ein paar Ballons als Ziele steigen. Du würdest nicht glauben, wen ich alles schmieren musste, um an das Helium zu kommen. Beeindrucke mich und triff die Ballons, während sie aufsteigen. In all den Jahren, seit der ganze Scheiß hochgegangen ist, bin ich die Einzige, die alle geschafft hat. Krass, Nana. Okay. Mal sehen, ob ich das packe. Guck dir das Silo da. Oh, die hat's echt mit dem Schießen, die Frau, ha? Wie gesagt, es hat ein bisschen blöd, dass ich so langsam nachlade, aber... Dann wäre das wahrscheinlich alles kein Problem. Oh, geh ich schon wieder rauf. Ich wollte noch gar nicht rauf. Nanas Tagebuch. Ich hatte einen Mann. Vielleicht. Irgendjemand hat hier draußen mit mir gelebt, bevor alles hochging. War vielleicht eine Tochter oder eine Enkelin? Brachte ihr das Schießen bei? Oder war das Gracie? Ach Himmel, Herrgott. Ich schätze, mein Verstand hat diese Tür nicht ohne Grund zugemacht. Gott weiß, was mit mir passiert, wenn ich sie wieder öffne. Vielleicht kann ich so weiterleben, wie ich aus der Erde gekrochen kam und mit 70 in einem Getreideturm hausen. Jedenfalls fürs Erste. Gracie. Nana. Ich mag Nana. Aber Gracie kennt sich... Die kennen sich ja auch, die beiden, ne? Alles klar. Ich bin bereit. Ein Ballon platzen, um den Rest steigen zu lassen. Oh yeah. Das wird ja witzig. Ja, wie ein kleines Babyfisschen. Ah! Au! Genau in die Gummifresse! Scheiße! Schneller! Ich werd gleich zu... Hast ein gutes Auge im Kopf? Ein gutes Auge? Also für räumliches Sehen braucht man eigentlich zwei gute Augen. In dir brennt ein Feuer, keine Frage. Und wenn man mit einer offenen Flamme rumläuft, gibt's schnell mal einen Waldbrand. Wie wär's mal mit was Kniffligerem? Schließlich schießen Ballons und Helme nicht zurück, oder? Probier das mal hier. Guys. Wie probier das mal hier? Oh. Oh nein, du bist verrückt. Aber ich mag Verrückte. Nein, du bist echt bekloppt. Nein, mein Hündchen. Nein, Hündchen, bitte steh auf. Hey, Pisser. Das war ein Hund, du Penner. Mehrmals umlegt. Schlitz! Ah!
Musik ist so Hammer. Hundchen, pass bitte auf, ja? Oh, der Sturm. Nicht näher nach. Oh, ihr Pisser. Ich fühle mich wie neu geboren. Komm her, ich verpasse dir eine Abreibung. Der Arschgeigen. Wieso immer mein Hund unbedingt wehtun wollt. Lasst meinen Hund in Ruhe. So viel Talent beim Schießen habe ich zuletzt beim Blick in den Spiegel gesehen. Nicht wow. Übel, Sonnenschein. Sonnenschein. Ich mag Nana, die ist super. Ich habe so ein warmes Gefühl von Hoffnung für die Zukunft und all sowas. Ich bewundere Menschen, die in brenzligen Situationen improvisieren können. Aber eine Übung ist doch einfach. Ziele, die sich kaum bewegen, sind ein Kinderspiel. Also jetzt bewegliche Ziele. Laute, super, blutrünstige, respektlose Halunken. Das sind echte Ziele. Du? So! Alter, was? Lass mal Nana ausreden, du Penner. Wie sie einfach umreißt. Wer hat sie mit mir redet? Ich wusste, du hilfst mir. Na klar. Warum kann ich das... Warum kann ich den nicht blödern? Gut, die Sache ist die. Du? Du bist schlau, scharfsinnig und schnell im Schießen. Tolle Kombination für eine junge, nette Person wie dich. Das sieht man nicht alle Tage in diesen komischen, staubigen Zeiten. Hier draußen braucht man immer jemanden, der auf einen aufpasst. Selbst ich, alle Jubeljahre mal. Sieh mich als Teil deiner Familie an. Ich kümmere mich um dich, Herzchen. Oh. Vielleicht sammle ich noch ein bisschen Highwayman-Haut für meinen neuen Kilt. Alter. Ja, man weiß nie, ob ich's ernst meine. Hm? Nana ist super. Ich mag Nana. Oh, Timber. Oh Gott, der ist so süß. Ah, ich hab Nana. Die ist so gut. Nana ist so gut. Schade, dass ich ihn nicht plündern kann, das Fell nehmen kann, meine ich. Oha. Okay. Irgendwer hat Nana rekrutiert und gegen uns zu arbeiten. Nana ist echt kaltblütig. Also doch, sie will für uns arbeiten. Scheiße. Aha. Pech gehabt, ich war schneller. Ich meine, wie lange lebt Nana schon hier draußen? Habt ihr euch ein bisschen Zeit gelassen, zu viel, hä? Ihr blöden Penner. Solche Pfeifen. Nana, stehst du gut auf den Quad? Ich hoffe, sie hat jetzt keine Stunts vor in ihrem Alter. Komm, Hundchen, rein mit dir. Kann der hier rein? Ja, er springt rein. Wie geil ist das? Ich mag den Hund so gerne. Der ist super. Ja, so, noch die Superwaffe. Heizen vorher noch die Penner hier um. Oh, hab ich dich glatt gemacht. Oh, es tut mir aber leid. Bin ich jetzt ein paar Mal über dich drüber gefahren? Meine Plündervorräte, ihr Penner. Was macht ihr denn überhaupt? Es geht euch gar nichts an hier. Oh, so sieht's aus. Oh, ich habe wieder Ethanol. Sehr gut. Komm, Hundchen. Ja! Bin festhalten. Anscheinend kannst du dich ja schlecht. Hier für ein Jagdgebiet, sag mal. Wolfgang, Rang 2, okay. Oh. Das kennen wir doch. Das muss auf jeden Fall eine Wildkatze sein. Alles Klärchen, ihr Zuckermäuschen.
Hoch. Wenn du das Bahngelände erreichst, dann sieh in den Güterwagen nach. Da lagern die Highwaymen die Sachen, die sie uns gestohlen haben. Dort findest du auch meine Waffe. Alles gut. Wie lange das Nachladen dauert, ne? Ja, jetzt schon ein bisschen krass. Was haben wir hier alles Schönes? Hier lagern wir das gute Zeug. Also sorg dafür, dass ihr immer gut aufpasst. Und ich meine, es ist überall. Patrouilliert in der Gegend, verschließt die Waggons. Und wenn euch die Ideen ausgehen, denkt euch was aus. Versteckt das Zeug, damit keiner drankommt. Versaut das nicht, sonst fresst ihr Louis Frust. Morgens, mittags und abends. Louis ist schon ein bisschen furchteinflößend, aber nur weil sie verrückt ist. Oh! Hey, mal langsam. Nein! Und vergiss die Materialien nicht. Oh, sehr gut. Wir brauchen sie, wenn wir die Highwaymen zurückschlagen wollen. Quincy hat alle gekillt, Timber. Diese Sägeblätter durchschlagen so ziemlich alles. Und wenn sie etwas nicht durchschlagen, prallen sie ab. Nutzt die Oberflächen aus Metall, um die Blätter abprallen zu lassen. So kannst du Leute treffen, die sich hinter einer Deckung verkriechen. Geil. Ich feier's. Waffenauswertung. Auf dieser Werkbank kannst du Waffen bewerten, auseinandernehmen, reinigen, zusammensetzen, schießen. Wenn sie alles bestehen, pack sie ein. Wenn nicht, dann kommt das Zeug zu den Einzelteilen und wir kümmern uns später darum. Ja, ich kann das leider nicht machen. Hilft auch perfekt gegen die Typen mit den Schilden. Ah, danke. Danke für die Info. Mit denen habe ich bisher nicht viel zu tun gehabt, aber ja. Habe ich eigentlich noch Punkte? Vorteilspunkte? Null. Sichere das Bahngelände. Naja, warte mal. Oh Leute, ich überziehe gerade schon wieder. Heieiei. Buzzard Short. Bahngelände wird wohl hier unten irgendwo sein. Nee, das ist hier das Bahngelände immer noch. Aber ich meine, Materialien gibt es hier ja keine mehr. Oh, der Bär macht mir irgendwie Angst. What? Mein Hündchen! Der verdammten Scheißkerle! Timber! Das sind nicht die Materialien. Das sind nicht die Androiden, die wir suchen. Die Droiden, meine ich. Oh nein, sind das alles Schweinchen da drin? Sieht aber böse, oder? Ah, das sind Stinktiere. Wow. Oh nein. Dieser Bär. Warte noch mal, Bärchen. Bitte einfach weg. Bärchen, warte jetzt. Oh Mann, Timber, ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Diese blöden... Guck mal, die ganzen Stinktiere, was... Oh oh. Kommt er wieder. Schwarzbärenhaut.
Oh, das sind die Pfeile, ha? Huh? Nee, auch nicht. Hier. Das sind die Teile. Okay, aber Leute, ich glaube, das hier wird noch ein bisschen dauern. Ich mache immer schon mal Schluss. Nächstes Mal geht's weiter. Lasst mir gerne Likes und Kommentare da. Oh, und schaltet wieder ein zu Far Cry. The New Dawn. Nee, für dich, warte. Blitz! Danke fürs Ablenken, Hundchen. Sind hier noch Teile, sag mal. Ja, wie gesagt, nächstes Mal geht's weiter. Dankeschön. Tschüss.